Was für Produkte oder Dienstleistungen präsentieren Sie den interessierten Besuchern? Ja, wir sind in diesem Jahr mit zwei Themengebieten vertreten. Zum einen stellen wir eine Plotter-Scanner-Kombination aus für die konstruierende Industrie. Das heißt zum einen zum Scannen von Plänen, andererseits auch wieder zum Ausdrucken. Das zweite Themengebiet ist das Thema digitale Archivierung. Wir zeigen hier eine Hardware-Komponente, also einen Scanner für hochvolumige Papierdokumente in Verbindung halt mit entsprechenden Softwarelösungen aus dem Bereich Dokumentenmanagement und entsprechend halt alles rund um die digitale Archivierung. Das Thema digitale Archivierung ist ja nicht neu. Was macht es aus Ihrer Sicht derzeit so interessant? Ja, das ist tatsächlich so. Die Unternehmen haben also in den vergangenen Jahren immer ein Problem mit der Langzeitarchivierung gehabt, weil das kann man sich vorstellen, wenn man Word-Dokumente von 1990 versucht zu öffnen, dann kann es sein, dass man sie noch öffnen kann, aber es kann sein, dass Schriften halt zerschossen sind und genauso verhält es sich halt im konstruktiven Bereich, im CAD-Bereich. Wenn ich eine AutoCAD-Datei von 1990 öffne, kann es wahrscheinlich sein, dass ich sie gar nicht lesen kann. Das hat sich jetzt verändert. Es gibt jetzt ein international genormtes Format, eine Art PDF, nennt sich PDF-A und ist extra für die Langzeitarchivierung konzipiert. Und wir gehen also heute davon aus, dass das also über Jahrzehnte eben zu öffnen ist und auch wieder herstellbar ist, diese Dateiform. Und das macht das Thema digitale Archivierung halt als Langzeitmöglichkeit so interessant, aber eben das auch erst seit geraumer Zeit. Gibt es noch weitere Vorteile, speziell für den Maschinenbau? Ja, durch dieses Format haben wir jetzt auch noch viel größere Möglichkeiten als früher. Wir haben ein portables Format, was man halt übers Internet zur Verfügung stellen kann. Ich kann etwas per Mail verschicken. Und das ist auch eine Besonderheit dieses neuen Formates. Es lässt sich sehr stark komprimieren. Das heißt, ganze Akten kann ich also, und das ist auch wirklich der Ansatz dafür, kann ich heute den Technikern, die national oder auch international unterwegs sind, kann ich diese Dateien zum Beispiel über Smartphones zur Verfügung stellen und man hat immer die aktuellsten Informationen halt vor Ort. Also wirklich eine ganz praktische Möglichkeit.